Ja, servus und hallo, liebe Freunde. Ja, herzlich willkommen zum nächsten Vlog. Und damit erstmal einen schönen Sonntag. Ja, bei mir ist es gerade Sonntag. Gestern am Samstag ist nichts weiter passiert. Ich habe gesagt, wenn es klappt, dann hole ich dieses Wochenende die Sau. Ja, leider habe ich da oben keinen erreicht. Dumm gelaufen, scheiße. Ich habe es jetzt ein paar Mal probiert, aber da geht keiner ans Telefon ran. Auf dem AB habe ich gesprochen, hat keiner gehört und eine E-Mail habe ich auch geschrieben, hat auch keiner mitgekriegt. Ja, kann natürlich sein, dass die vielleicht kurzfristig fortgefahren sind oder was. Tja, dumm. Aber eigentlich gehofft, es klappt dann die Woche noch oder dieses Wochenende, wäre natürlich super gewesen. Jetzt ist es Sonntagmittag. Ich habe bislang immer noch keinen erreicht. Ich habe gehofft, dass das vielleicht doch noch irgendwie klappt. Naja, meinem anderen Hund merkt man auf jeden Fall an, dass was fehlt. Er frisst normal. Er säuft auch, sonst verhält er sich auch relativ normal, bloß ja, die Teilnahme am allgemeinen Geschehen ist halt, ja, ich sag einmal, dezent Mist. Der ist halt gelangweilt, der liegt drin in seinem Stall im Stroh. Wenn du ihn rufst, kommt er schon raus, dann schaut er, aber dann geht er auch wieder rein und legt sich wieder hin, weil er sagt, wahrscheinlich, weil er. Der hat keine Ablenkung. Der sitzt jetzt einfach nur da. Wenn jemand unten ist, dann ist er ganz anhänglich. Dann kommt er her, dann will er schmusen, will gekrabbelt werden. Und sobald dann keiner mehr da ist, dann legt er sich wieder rein in den Stroh und es ist wieder ruhig. Ja, naja, so kennt man ihn jedenfalls nicht. Normalerweise ist er ja immer einer, der hilft. Naja, was wollen wir machen? Ich sage, es wird Zeit, dass jetzt was herkommt. Und das Ganze vielleicht auch mal ein bisschen zügig, schön wär's, weil auf Dauer so darf das nicht bleiben, dieser Zustand. Ich meine, ich habe es beim Rally damals gesehen, wie der Leo gestorben ist. Selbes Spielchen, eher teilnahmslos, das ist auch groß rumrennen, groß Action oder was braucht er da nicht. Jetzt, wenn du es siehst, klappt es wieder. Ja, auf jeden Fall ist jetzt mittlerweile Sonntag und ja, wer sich wundert, was das hier für Rauchwolken schon wieder sind. Ja, ich stehe hier drüben bei meinem Wurstkessel oder Kochkessel. Wie ihr seht, der ist eingeschürt. Das ganze Nadelholz, was in der Holzschlicht immer rumliegt, das kommt zum Arsch hier rein. Qualmt natürlich, der braucht auch schon mal wegen Temperatur. Ja, und ich habe im Kessel drin Kartoffeln und Spargel. Wo wir einen Haufen Zeug dabei, unter anderem wie gesagt Spargel. Das ist die Ladung. Zwar so großer Kulminarme voll. Gibt es auf jeden Fall was zu fressen da unten. Ja, und die koche ich jetzt mal. Ich habe jetzt wie gesagt gerade eingeschürt. Da brennt das Feuer. Unten die Klappe habe ich ganz offen, dass er erst einmal anzieht. Dass wir schön Zug drauf kriegen, dass es schön durchbläst. Und ja, wenn er Temperatur kriegt, dann verschwindet natürlich auch die Wolke da oben. Dann ist es nur noch die überleere Wärme, die oben ausgeht. So muss das. Ja, ich schmeiße jetzt da auf jeden Fall erst einmal das ganze kleine Zeug neu. Also so. Bruchholz quasi, was beim Sägen halt entsteht. Und die Rindenstücke, die absplittern. So. Und dann kann er nämlich erst einmal anbrennen. Ja, so geht's auch. Huch. Ja, dann kann er schon mal richtig anbrennen und dann kochen wir das. Ich habe hier auch ein bisschen so kleine Scheite drin, die habe ich mir extra auf der 30 klar gemacht. Also den da nicht. Aber den da zum Beispiel. Oder den da. Die habe ich mir auf der 30 schon zurechtgeschnitten gehabt am Freitag, da habe ich nämlich Haarladung gekocht. Und da innen rein, da kann ich kein ganzes drum da. So 30 cm drum ist ein wenig Arschlang. So wie hier mache ich so gleich ein wenig klar, dann passt das schön. Und die Ladung, die ich da im Korb habe, die langt normalerweise, um die Kartoffeln dort zu kochen. Mehr braucht es gar nicht. Also so ein Kabelad oder Full.
beziehungsweise das ist ja nicht einmal eine Tabula voll, das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 große Scheide und der Rest ist bloß so klein Gemüse zum Anschüren. Also wie gesagt, viel Holz brauche ich da nicht, geht ruckzuck. Ja, und das dauert circa eine Stunde, anderthalb Stunden, dann sind die Kartoffeln durch und dann kann ich den Pott auch schon wieder ausleeren. Zum Ausleeren habe ich jetzt so einen Schaumlöffel da, den hat die Mutter in der Küche übrig gehabt, den habe ich mit runtergekriegt. Und zum Feuerstochern dann so einen schönen alten Türhaken, auch zum Asche rausrammen, optimal. Wassermenge, ein 10 Liter Gießer Wasser, das reicht. Gut, so lassen wir den jetzt mal brennen und dann gucken wir mal weiter. Ich habe mein Futter gerade aussortiert. Sind wir da ein paar Kisten geworden. Nicht jetzt. Doch das Rohr mal länger machen aufs Dach noch. Hey! Schluss! Sag ich doch, die zwei, die sind jetzt wieder aufgedreht. Durften vor den Armen laufen. Das hat scheinbar noch nicht gelangt. Ja, die haben dann Stiften angefangen, sind schon wieder gegangen. Dann habe ich sie eingesperrt. Ja. Futter auf alle Fälle aussortiert. Jetzt muss ich die Garage noch ein bisschen sauber machen, das Zeug kurz anrammen. Und dann brauche ich den da bloß noch ein bisschen am Brennen halten, dass die Äpfel kochen und gut ist. Ja, also wie gesagt, da fängt schon leicht das Blubbern an und das Köcheln. Ja, das sind 10 Liter Wasser da drin. Mehr braucht es da gar nicht, Kartoffeln müssen nicht ganz bedeckt sein, es langt wahrscheinlich sogar weniger, aber so bin ich auf der sicheren Seite, falls doch irgendwas verdampft beim ständigen Auf- und Zumachen. Und ich meine, die Verdampfungsflächen ist da natürlich größer. Ja, lassen wir nicht mal brennen, gucken wir später nochmal. So, mittlerweile ist es 4:30. Ja, wir fuhren um 4 Uhr dann raus, dann habe ich angefangen die Viecher zu versorgen. Ich bin jetzt hier bei der Emma fertig, die mampfen hier gerade Heu. Bin zusammengekehrt. Ja, und hier denke ich, haben wir das Wochenende dann Zeit, dass ich ausmisst. Muss sowieso einmal wieder. Und ja, im kommenden Samstag wird es ja wahrscheinlich soweit sein. Dann haben wir ja hier einen Zuwachs. Ja, ja. Ich freue mich einerseits und andererseits denke ich mal, hoffentlich geht alles gut. Ein bisschen aufgeregt bin ich natürlich schon. Aber gut, im Großen und Ganzen denke ich, wird das alles laufen. Die Mampfen da auch. Jogl und Gandhi. Ja, und beim Schweinchen war ich auch. Die Hühner haben aber gekochte Kartoffeln gekriegt. Die waren vorhin dann so auf, wie spät wird es gewesen sein? 3:30? Nee, 3. 3. 3 ist das Feuer ausgegangen. Ja, also grundsätzlich dann auf 3. Sagen wir mal, 3:45 waren sie fertig. Die habe ich dann abgeschöpft mit dem Schaumlöffel. Sind 3 Mandelarme geworden. Und da habe ich gleich irgendwas verteilt. Also den einen Eimer ausgeleert. Durch dem Ferkelchen was runtergetragen. Ja. Mittlerweile kann er keine Kartoffeln mehr sehen. Am Freitag haben wir schon einen großen Pott gekocht. Und jetzt hat es schon wieder Kartoffeln gegeben. Siehst du schon richtig. Also alles andere, was ich mit rein habe, das fischt er raus. Aber Kartoffeln. Gibt es nichts Besseres. Ja, ist halt so. Da muss er durch. Kann ich mir nicht helfen. Die Hühner haben auch ein Kartoffeln gekriegt, die haben sich gefreut. Und ja. Willi ist jetzt wieder mit da, Reili ist wieder mit da. Die lasse ich gerade wieder ein wenig laufen. Dann bin ich jetzt hier mit meiner Arbeit durch. Das war es dann schon wieder für den Sonntag. Ja, ich habe es heute nochmal probiert bei Ihnen anzurufen. Hat leider noch einmal wieder keinen gehört. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, vielleicht sind sie zum Skifahren fortgefahren oder die grüne Woche ist in Berlin, vielleicht sind sie da aufgefahren. So als kleinen Betrieb und Kleinerzeuger kann ja sein, die machen ja Direktvermarktung auf dem Hof, dass sie sich das angucken oder so. Ich, keine Ahnung. Schade, wenn ich es gewusst hätte, dass die fortfahren, dann hätte ich mich eher bei ihnen gemeldet. Aber ich habe noch gedacht, naja, Montag wird reichen. Ich glaube, Montag war das, da habe ich die E-Mail geschrieben. Da habe ich gedacht, na, die werden sich schon melden. Seit Montag kam aber leider nichts. Ja, dumm gelaufen. Mist. Und telefonisch erreiche ich auch keinen. Ich habe leider nur die Festnetznummer, keine Handynummer. Sonst hätte ich es einmal über Handy probiert.
Da heißt es halt abwarten, Geduld haben und hoffen, dass sie sich bald melden. Ich habe die ganze Zeit gehofft, dass es ein wenig schneller geht. Ich habe eigentlich, wie gesagt, gehofft, dass ich dieses Wochenende hoffentlich neue Nachrichten habe. Ich habe auch gesagt, ich mache einen Livestream, wenn es denn soweit ist. Den Livestream haben wir jetzt nicht gemacht. Ich habe danach ehrlich gesagt keine Lust gehabt. X-mal rumtelefoniert und dann haben wir gedacht, naja gut, Livestream vom Handy aus, was sollst du dann groß machen, wenn du bloß wieder im Wohnzimmer dumm sitzt? Willi! Lass mal die Äpfel! Saugribbel! Ja, den magst du jetzt gar nicht, hoffentlich verbrennst du die Kost. Die sind eben nur warm, gell? Ja, wahrscheinlich nicht mehr warm genug. Saugribbel! Schluss jetzt! So, nehmen wir den. Ja. Ich habe dann keinen Stream gemacht gehabt, weil ich gedacht habe, okay, das lohnt sich dann auch nicht. Was soll ich denn Stream machen, wenn sonst nichts weiter passiert? Hier! Komm! Blöd im Wohnzimmer rumhocken und irgendwas doof labern, das wäre mir dann auch zu doof gewesen. Ja, ist halt so. Schauen wir mal. Tja, ich denke mal, dann gibt es eh auf nächste Woche was Gutes zu erzählen. Und ich hoffe jetzt, dass die sich dann doch einmal die Tage melden und dann vielleicht unter der Woche, dass es noch klappt. Ist zwar eigentlich nicht so schön unter der Woche, weil da ist man halt dann nur abends daheim. Schlecht wegen der Überwachung. Aber wenn es dann meinetwegen auf Donnerstag oder so klappt und ich die Sau dann Donnerstagabend hole, gesondert in der Box rein, also in die hintere, freitags in der Box drinnen lassen und dann vielleicht Freitagnachmittag, wenn ich komme, sie zusammenlassen. Da haben sie sich erst einmal gerochen. Und ja, dann werde ich sehen, was passiert. Keine Ahnung. Muss ich versuchen. Wie der mal ein Bekannter gesagt, du kannst da eigentlich auch gleich zusammenlassen. Musst ihnen halt dann jeden eine Flasche Bier geben. Das wäre auch mal ein Versuch wert, ne? Weil sie gesagt, die hat dann immer ein bisschen ein warmes Bier. Und hat jeder sauer Flaschen Bier geben. Und dann funktioniert das auch. Wäre ein Versuch wert. Ferkelchen besoffen. Naja. Ferkelchen besoffen, das erinnert mich jetzt schon wieder an Michel aus Lönneberger. Ja, da waren es aber die Kirschen. Na gut. Ja, gucken wir mal, was dann die Woche passiert. Vielleicht habe ich Glück und die melden sich dann heute noch. Und sagen wir heute noch Bescheid, wann es bei ihnen passen wird. Also heute ist es auf jeden Fall schon zu spät. Das klappt nicht mehr. Ich muss ja danach gucken, dass ich einen Anhänger herkriege. Also was ich mir echt einmal anschaffen möchte, das ist so ein Viehtransporter hinten an der Bulldog noch. Mit einem normalen Zugmaul. Hat mich geärgert, da hat es mal einen für 300 Euro gegeben, der war nicht einmal so schlecht. Der stand von mir aus 20 Kilometer, den hätte ich sogar selber holen können. Naja, da habe ich gedacht, ach naja, wirst du brauchen. So, manchmal denke ich so, mit dem Schweinchen wäre es vielleicht nicht ganz so schlecht gewesen. Na, kann man nichts machen, muss ich halt doch einmal einen beschaffen. Vielleicht hat da noch einer einen rumstehen, und mal im Bekanntenkreis ein wenig rumfragen. Weil Sau im normalen Euro-Anhänger transportieren. Könnte unter Umständen schief gehen und ich meine spätestens, wenn ich da nochmal welche habe, die geschlacht werden sollen, dann wird es definitiv Zeit, dass ich einen Anhänger brauche. Weil ich kann sehr schlecht die 25 Kilometer, nein, das ist übertrieben, sind 15, wenn es war, 15, 16 Kilometer Richtung Himmelkron treiben. Wäre ja mal eine Sache. Nee, müssen wir mal gucken. Also, wie wir es machen, weiß ich noch nicht. Ja. Ja. Jetzt heißt es halt warten. Hoffen, warten, denken, wird schon irgendwie, irgendwann doch mal was klappen. Wenn ist recht und wenn nicht, wäre dumm. Jetzt habe ich so großkotzig gesagt, naja, das wird schon das Wochenende klappen und ich hole mir doch die andere Sau. Ja, ja, einen Plan dürfen wir nicht machen. Das hat mir mein früherer Chef schon mal gesagt, wenn du Pläne machst, die waren immer durchkreuzt. Ja, irgendwie hat er recht gehabt, so schön geplant gehabt, die Wochen die Sau, nächste Woche dann die Adele. Ja, ist halt so.
Schauen wir mal runter, ob jetzt einer Apfel gefressen hat oder ob er jetzt immer noch unzufrieden ist mit dem Futter. Ja gut, die Äpfel waren auch noch warm. Also nicht mehr heiß, aber warm. Grunz, grunz. Grunz, grunz, sagt er. Wer hätte das gedacht? Schauen wir noch mal runter zusammen. So unten. Fergala! Jetzt magst du es nicht! Du bist der Seppel. Und du stinkst. Ja, ja. Alles machen sie hier. Was? Was? Ja. Du willst deine Äpfel essen, auch wenn du es dann nicht mehr magst. Hm, Bruse. Tja. Was? Ja, ich sage, also es wird Zeit für den, dass was kommt. Man merkt schon, dass mir was fehlt. Und der ist halt, wie gesagt, ein bisschen lustlos, ein bisschen... Ja. Früher war er aktiver. Da hat er ja noch einen gehabt, der ihn ja das Futter wegfressen hat. Da hat er es immer eilig gehabt mit dem Futter. Jetzt, wenn er dreimal am Tag ein Futter kriegt, dann hat er gar nicht mehr so viel Hunger, weil er weiß, das ist ja eh seins. Kann ihn Ruhe fressen. Ja, weil die Hühner ist auch Feierabend. Die hocken auch schon in ihrer Stängler, beziehungsweise die Hühn. Komischer Hühner. Die wollen lieber auf den Betontreppen da sitzen als woanders. Na, wenn sie meinen. Ja, Feigerla, ich weiß, es war Zeit, dass wir eine Sau für dich finden. Ja. 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 Bist du feiner. Furz. Ah, oh, kann man nur, dass es stinkt. Na gut, das war's dann auf alle Fälle für den Sonntag. Ja, Leute, wir haben Montagabend. Und ich bin gerade von der Arbeit heimgekommen. Jetzt ist es aktuell 16:30. Schusch, nein mit dir, komm. Ja, aktuell 16:30. Hallo Feigl. Grüß dich. Hast du Hunger? Ja, das kann ich mir vorstellen. Champignons, Kräuter und noch mehr Champignons. Ein wenig Paprika. Hm? Was fühle ich denn? Eieiei. Klargemüse. Da. Da hat er was. Wasser habe ich noch heute früh aufgefüllt. Ja, heute früh vor der Arbeit. Der Herr hat nämlich gemeint, der muss mal reinkacken. Und das habe ich früh gesehen und habe mir gedacht, naja, das kannst du nicht so lassen. Ich arbeite aktuell in der Kläranlage in Kulmbach. Ja, und vom Geruch her roch das Wasser genau wie die Kläranlage in Kulmbach. Da habe ich mir gedacht, nee. Also das machen wir mal nicht. Ich habe da was zu tun. Bisschen was, ich habe heute schon gehabt. Da habe ich mir gedacht, nee, dann tust du es neu machen. Ja, alles klar, alles daneben. Schon logisch. Und dann habe ich das heute früh gleich gemacht. Und die Hühner, die haben auch frisch. Gute Nacht. Dass das auf alles seine Richtigkeit und Ordnung hat. Ja, mal gucken, ob die Hühner überhaupt Eier gelegt. Ein Ei. Wow. So viele Hühner und ein Ei. Respekt. Naja, immerhin, das ist das Zeichen, dass es jetzt langsam wieder losgeht. Zaun aus. Du lässt das schmecken? Ja, Fergel, gute Nachrichten. Ich habe endlich Rückmeldung gekriegt. Ja, gestern Nacht um 22 Uhr haben die mir zurückgeschrieben. Wegen der Uma. So heißt die Sau. Und ja, jetzt müssen wir nur noch den passenden Tag in dieser Woche finden. Ich hoffe, dass das unter der Woche klappt. Das ist zumindest das Ziel. Auf dass der da endlich wieder jemanden dazu kriegt. Verfressene Sau. Aber der wird träge. Man sieht schon. Der wird auch ein wenig kugeliger. Warum wird er kugeliger? Ja, wenn man das ganze Futter, drei Mörteleimer am Tag, für sich ganz alleine hat. Und zusätzlich dann immer noch ein bisschen Lakanne oder was.
Und das hat man alles für sich alleine und muss es nicht teilen. Und dann kann man langsam fressen, bedächtig fressen. Ja, und dann frisst man natürlich auch alles. Ist klar, ne? Deswegen ist er jetzt auch ein bisschen kugeliger geworden mittlerweile. Allerdings merkt man ja halt auch an, er ist nicht nur kugeliger geworden, sondern er ist halt auch ein bisschen faul geworden und träge und so richtig gelangweilt kommt er da aus seinem Stall raus. Ja, Mai, da können wir nichts machen. So ist es halt, ne? Deswegen wird es ja Zeit, dass da was dazukommt, dass der Herr nicht mehr alleine steht. Weil da muss er sich wieder ein bisschen mehr anstrengen, gell? Ja, ja. Lass das schmecken. Hm, Digga. Ja. Hier unten sind wir schon fertig. Ist dieses Mal nicht mehr. Das ist der Vorteil, wenn man quasi so ein bisschen Vorarbeit leistet. Dann geht es immer relativ zügig. Weil ich da einmal gefragt werde, ja, wie viel Zeit verbringst du eigentlich im Stall? Das ist ganz unterschiedlich. Also ich habe manchmal, manche Tage wirklich, wo ich nur eine halbe Stunde im Stall bin. Das reicht vollkommen aus. Komm, Willi. Wo ich wirklich nur eine halbe Stunde im Stall drin bin, dann versorge ich sie mit ein bisschen Futter und Wasser und sperre ein. Und gut. Und dann gibt es halt Tage, da wo ich in den Stall gehe. Und dann fange ich das Zusammenkratzen an, mache den Offenstall hin zum Beispiel sauber. Hier die Gänge, gestern zum Beispiel war ich eine Stunde hier unten. Da habe ich die Gänge gekratzt, habe hinten bei den Hühnern zusammengekratzt, hat man schon wieder nicht mehr viel gesehen davon. Die kratzen natürlich die ganze Nacht alles querfeld ein durch den Stall. Ja, habe das auf alle Fälle alles gemacht. Und dafür geht es halt dann heute mal wieder ein wenig schneller. Das ist so der Vorteil davon, ja. Ja, als nächstes geht es jetzt noch hinter zu Emma. Reili? Nein! Ich glaube schon wieder Kartoffeln. Saugribbel! Hä? Jetzt kann er Kartoffeln klauen. Gehören dem Schweinchen, wenn es das schon wieder nicht mehr mag. Kartoffeln. Der Emma braucht ich nichts mehr bringen. Die Mutter hat heute schon eine Ladung. Nimm das so, wie es ausschaut. Und vom Salat für die Quietschi. Für die Gänse unten hat sie auch was in der. Okay, dann können wir uns das sparen. Komm! Ja, dann können wir auf direkten Weg hinter. Hinten habe ich heute auch wenig Arbeit. Geht heute auch relativ schnell. Wasser habe ich gestern gemacht. Mitgemacht. Und ausmisten mache ich erst aufs Wochenende zu. Da wird der Stall gemacht. Das heißt jetzt bloß ein wenig zusammenkehren, dass er ein wenig schön sauber ist. Willi! Reili! Willi! 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 Ich sag doch manchmal, hört er gar nicht. Kein Interesse. Das geht da rein und da raus, ne? Willi! Ja! Willi! Willi! Na komm! Willi! So ist fein. Brav. Willi! 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 Unmöglich, der Herr. Dann geht er wieder stiften und läuft wieder vorwärts Richtung Stroß. Da hat er gar nichts verloren. Und da ist es mir ganz egal, ob der da bloß bieseln oder kacken will oder sonst was. Der hat da nichts verloren. Das ist außerhalb vom Grundstück, da soll der nicht hin. Zumindest nicht, wenn ich nicht dabei bin. Ja, unmöglich, ich sag ja. Ich habe aber gleich gesagt, ich bin nicht für die Hundeerziehung zuständig. Von vornherein. Gehst du her? Willi! Komm! Willi! Hier! Willi! Hier! Willi! Na komm! Oh, ist brav! Na komm! Oh, ist ein Feiner! Reili! Reili! Na komm! Rotzlöffel! Ich sag doch,
unmöglich. Das machen die mit Absicht, das machen die mit Fleiß. Die wissen, dass sie das bei mir können. Scheiße. Vor der Sagrad haben, guck mal. So. Da warten auch schon welche. Da gehen wir mal auf in den Stall. Ich mach den auch mal fertig und dann sehen wir uns gleich wieder. So, damit wären wir dann auch hier hinten fertig. Sind wir schon durch? Hallo Emma. Hallo Emma. Miggi. Komiker. Ja. Hier war auch bloß zusammenkratzen, wie ich schon gesagt habe. Und Heu und Stroh rein. Haben sie jetzt gekriegt. Dann die Mampf da drüben. Immer Mampf da. Gut ist. Mehr ist es nicht. Damit ist die Arbeit schon wieder erledigt. Ja, hinter mir ist der Willi. Ne? Ja, und das ist dann eigentlich auch schon das Ende vom Video. Wir sind soweit durch. Es sind halt wieder mal diese etwas langweiligeren Vlogs. Ich sehe es an den Zuschauerzahlen. Das letzte Video hatte jetzt knapp 1700 Aufrufe. Ja, ist ein bisschen schade. Ich weiß, da haben wir ja schon mal drüber diskutiert. Die Leute möchten halt immer Action sehen, möglichst jedes Mal mit Bulldog fahren und jedes Mal irgendwas reparieren und machen und tun und überhaupt. Ist halt nun mal nicht. Also, ja, ich habe es ja schon mal gesagt und da mache ich mich auch gar nicht mehr verrückt deswegen. Es ist einfach so, passiert halt nicht viel. Ihr werdet halt jetzt in der nächsten Zeit immer hauptsächlich sehen, wenn ich hier Stall mache, bis jetzt noch ein wenig auswärts geht, bis dann auf die Wiesen und Felder losgeht. Es ist einfach so das Übliche, ich kann es ja nicht ändern. Und es wird auch wieder auswärts gehen und dann gibt es wieder mehr Action mit Schlepper und überhaupt und unterwegs und bla 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 und sowieso. Ja, gucken wir mal. Kein Stress. Wegen meinem Container weiß ich leider noch immer nichts. Ja, abwarten, bis sie sich irgendwann einmal melden. Solange machen wir halt die umständliche Fahrerei. Egal. Gut. Ja. Hier hinten durch. Schweinchen unten durch. Hühner durch. Na Gandhi? Schmeckt, gell? Ja. Und mehr ist nicht. Machen wir dazu. Gute Nacht. Dann lassen wir die auch futtern. Die hatten ja heute, wie gesagt, schon mal eine gute Ladung an Gemüse. Hat die Mutter schon runtergebracht. Und dann passt es auch. Ja, und dann sind wir tatsächlich schon wieder mit der Arbeit durch und mit dem Video durch. Mehr ist es nicht. Ja, ich sage auf alle Fälle Fell. Alle Fälle Fell. Ja, ich sage auf alle Fälle vielen Dank fürs Zusehen. Ich wünsche euch jetzt alle eine schöne Woche. Wir sehen uns dann am Freitag nochmal wieder. Und ja, gucken wir mal. Vielleicht klappt es bis Freitag endlich mit der Sau, dass die dann da ist. Weil kommendes Wochenende, das wisst ihr ja alle, da kommt ja was anderes. Ja, das hat sich ja leider verschoben gehabt. Das wäre ja eigentlich letzten Samstag gewesen. Dann habe ich aber gedacht, letzten Samstag, es klappt vielleicht mit der Sau an dem Samstag. War die Hoffnung. Dann hat das ja aber nicht geklappt. Deswegen ist eine Woche verschoben. Jetzt könnte es sein, dass dann doch wieder beides zusammenfällt. Wir werden sehen. Ich wünsche euch jetzt was. Wir sehen uns wieder. Bis die Tage. Eine schöne Woche. Servus.